Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen im offenen Kanal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Gesprächsrunde im Rahmen des Dialogs der Generationen. Ja, wir haben heute ein ziemlich wichtiges Thema. Wir haben ja schon dieses Jahr Wahlen gehabt, Europa- und Kommunalwahlen. Aber was noch aussteht, ich hoffe, ich erinnere Sie dadurch, durch diese Gesprächsrunde auch daran, dass am 14.09. noch die Landtagswahlen ausstehen. Und hier an unserem Tisch sitzen alle die, die von Ihnen gerne gewählt werden. Gehen Sie bloß hin, damit die auch irgendwie in die Politik kommen, denn dazu sind sie, glaube ich, alle bereit. Und manche von denen hier am Tisch sind ja schon in der Politik und auch in der Landtagspolitik. Zu meiner Rechten, ich stelle Sie jetzt nur mal mit Namen vor, was Sie bewegt, in die Politik zu gehen, dann vielleicht auch nochmal Namen, die Partei, sagen Sie dann nacheinander, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Also zu meiner Rechten sitzt Herr Brinkmann erstmal von der Freien Wähler, ein Direktkandidat aus einem der zwei Wahlbezirke. Zu meiner Linken sitzt, das hört sich eigentlich ganz gut an, Herr Haushold, und er ist für die Linke wieder als Direktkandidat aufgestellt und kommt sicher auch in den Landtag hinein, könnte ich mir vorstellen. Und in der Mitte auf der rechten Seite sitzt Herr Klein. Ich habe heute gerade mal festgestellt, dass er noch ein ganz schön junger Herr ist. Und er will als Direktkandidat ebenfalls für einen der Wahlkreise hier in Gera hinein. Und wieder mal zu meiner Linken sitzt Herr Ulrich Kiete, ein ganz neues Gesicht, würde ich sagen, in der Kommunalpolitik. Aber immerhin, er will auch in den Landtag vielleicht hinein als Bündnis 90 Grüner. Und jetzt in der letzten Position zur rechten Seite sitzt Herr Brandner, ist auch, denke ich, ein ganz neues Gesicht in der Kommunal- oder überhaupt in der Politik in Gera. Weiß nicht, habe Sie noch nie in einem Zusammenhang erlebt, aber das werden Sie gleich erzählen. Ja, wir können dann die erste Runde auch beginnen. Fangen wir mit Herrn Brinkmann wieder an und gehen dann hin und her. Erzählen Sie einfach so ganz kurz zu Ihrer Person was und was Sie antreibt, in der Politik zu sein. Ja, mein Name ist Günther Brinkmann. Ich bin für die Freien Wähler und trete in dem Wahlkreis 42 an. Ich habe den Bezug zur Politik bekommen, so in den letzten 5, 6 Jahren etwas intensiver. Ich bin Mitglied bei den Freien Wählern seit 2008, seit 2009 im Landesvorstand der Freien Wähler und habe bisher immer fungiert als Helfer, als der Mann im Hintergrund, der Wahlkampf gemanagt hat etc. Nun trete ich selbst an als Direktkandidat für den für den Landtag. Und ja, da ich ja nun neu bin, halte ich mich etwas zurück und etwas bedeckt. Aber ich denke, die Freien Wähler haben auch gute Ansätze, die, wenn sie dann Mehrheit finden im Landtag, die dann auch fruchtbar sein können für die Landespolitik. Was mich so ein bisschen bewegt, ist noch, wenn dann der Sprung in den Landtag geschafft werden könnte oder geschafft wird, dass ich dort mich einsetze für etwas mehr finanzielle Zuwendungen an die Stadt Gera, soweit das im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist. Ja, das ist so das sind meine Ansätze. Wir erleben es ja gerade, wie schwer das in Gera ist. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, will ich gerne helfen, der Stadt zur Seite zu stehen. Könnte ich mir vorstellen, sind Sie vielleicht alle hier am runden Tisch, an diesem Tisch vielmehr dafür, denn das wollen wir vielleicht auch noch als Thema hier besprechen, wie der Landtag Möglichkeiten hat, beziehungsweise wie die jetzt antretenden Direktkandidaten das sehen, der Stadt zu helfen, mit ihrem großen Schuldenberg mal irgendwann auch wieder zurechtzukommen. Herr Haushold, zu meiner Linken. Ja, meine Herren, Frau Wagner-Schorbanz, bei letzterem, Herr Brinkmann, könnten wir uns sicher treffen und miteinander debattieren. Wie gesagt, mein Name ist Dieter Haushold, ich bin Direktkandidat der Partei Die Linke im Wahlkreis 42, also das südliche Gera im Wesentlichen. Ich bin 1955 geboren, verheiratet, eine erwachsene Tochter.
Ja, in die Fragen der Kommunal- und Landespolitik bin ich durch die Wendeereignisse 1989-90 gekommen. Zuvor war ich Redakteur bei der SED-Bezirkszeitung Volkswacht hier in Gera. Ich bin seit 90 Mitglied des Stadtrates, gegenwärtig dank des Vertrauens der Kolleginnen und Kollegen dort Vorsitzender. Und ich bin seit 2004 Landtagsabgeordneter der Partei oder der Fraktion Die Linke und dort aktuell für wirtschaftspolitische Fragen verantwortlich. Das Motto, was ich vertrete, heißt Thüringen sozial regieren. Das meint aber mehr als engere Sozialpolitik. Das meint, dass wir in wichtigen Fragen der Sozial-, der Wirtschafts-, der Bildungspolitik, aber auch der Kommunalpolitik eine Umsteuern brauchen. Das ist eigentlich das, für was ich stehe. Und über Einzelheiten können wir ja hier in der Runde debattieren. Und genau mit dem Umsteuern, das wäre natürlich auch nachher mal dann noch eine Frage bzw. auch eine Antwort. Und jetzt wieder zur Rechten, Herr Klein. Ja, Christian Klein, verheiratet, 33 Jahre alt, zwei Töchter, beide im schulfähigen Alter. Ich selber trete auch für die CDU für den Direktwahlkreis 42 an, bin auch Kreisvorsitzender der CDU hier vor Ort, sitze auch seit 2004 im Stadtrat, habe dort die Funktion des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungs- und Vergabeausschusses und arbeite derzeit als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, bin dort zuständig ungefähr für circa um die 800.000 Gemeindeglieder, verteilt auf Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und ein kleiner Zipfel Brandenburgs um die Region Bad Liebenwerda herum. Warum möchte ich warum kandidiere ich für den Thüringer Landtag? Warum möchte ich gerne den Thüringer Landtag? Ich möchte meine Partei, die CDU, dabei unterstützen, die Regierungsarbeit fortzusetzen. Es waren erfolgreiche 5 Jahre in der Regierungskoalition, insbesondere für die CDU. Wir haben im Jahr 2009, als die Wirtschaftslage schwer war, die Regierung praktisch dort auch weiter fortgeführt. Wir hatten dort, ich will nur noch mal daran erinnern, 20% Einbruch bei den Exporten in Deutschland. Wir hatten 5% Einbruch beim Wirtschaftswachstum und haben es dennoch geschafft, 8,6% Wachstum in ganz Thüringen seitdem zu erzeugen. Wir haben die höchste Beschäftigungsquote, über 50%, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, die höchste Aufklärungsquote in den Kriminalfällen. Da liegen wir bei 64%. Und es gibt noch viele andere gute Daten, die wir dann, denke ich mal, im Gespräch noch miteinander austauschen können. Insbesondere liegt mir natürlich aber auch meine Heimatstadt Gera am Herzen, auch die Schwierigkeiten um den Stadtwerkekonzern und unsere Haushaltspolitik. Ich denke, dass wir da aber nachher noch mal deutlicher im Gespräch auch noch mal ins Gespräch einsteigen können und deutlich machen können, wo die Fehler der letzten Jahre lagen. Und ich verrate da auch kein Geheimnis, die liegen aus meiner Sicht nicht beim Land, sondern eher vorrangig hier in der Kommune selbst. So, wieder zu meiner Linken, Herr Ulrich Kiete. Mein Name ist Ulrich Kiete, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter. Wir wohnen seit 1996 in Gera. Ich bin seit dem vorigen Jahr Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, bin aber schon immer oder sehr lange ein politischer Mensch, habe die Politik immer sehr aufmerksam verfolgt, habe mich jetzt entschlossen, mich ein Stück mehr zu engagieren, auch mit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich bin im Kommunalwahlkampf schon mit angetreten und möchte jetzt als Direktkandidat im Wahlkreis 41, also Gera Nord oder Gera 1, für Bündnis 90 Die Grünen kandidieren. Die Grünen werden ja zunächst mal immer als Umweltschutz- und Ökologiepartei wahrgenommen. Das sind wir natürlich und das bleiben wir auch. Inzwischen hat sich aber wahrscheinlich auch herumgesprochen, dass wir auch in den anderen Politikfeldern Konzepte haben und mitreden wollen und können. Wir glauben, dass in Thüringen die Grünen wieder in den Landtag einziehen sollen und dass wir sie brauchen und dass wir gerade in den Themenfeldern Energie, Landwirtschaft, aber auch Finanzen,
und in allen anderen Bereichen Wirtschaft grüne Politik brauchen als Korrektiv und als Ergänzung zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Okay, klar. Jetzt zu meiner Rechten, Herr Brandner. Den letzten beißen die Hunde, sagt man. Ich hoffe, mir hört noch jemand zu. Also ich mache es dann auch kurz und knackig, 48 Jahre alt. Stefan Brandner, ich bin Direktkandidat für die Partei Alternative im Wahlkreis 41 und da auf der Landesliste auch relativ gut platziert auf Platz 6, also 7% würden reichen. Dann kann ich von hier aus die Landespolitik etwas mit beeinflussen. Ich bin auch so neu in der Politik nicht, Frau Wagner-Schurwanz. Also ich bin über 20 Jahre lang in einer der Altparteien gewesen. Hier der Kollege links neben mir kennt mich noch von der Jungen Union, von der Endphase der Jungen Union. Aber ich bin dann vor einigen Jahren aus der CDU ausgetreten, weil die CDU eigentlich das verraten und verkauft hat, wofür sie immer stand. Also ich sage, die Ideale wie Wirtschaftsnähe, wie Ausländerpolitik, wie Energiewende, das sind Sachen, Atomausstieg, Abschaffung der Bundeswehr, das sind Sachen, die mir dazu geführt haben, dass ich den Kopf geschüttelt habe und dann da auch nicht weiter tätig sein konnte. Dass die Krone aufgesetzt hat, dann Dieter Althaus mit seinen Skandalen, da habe ich dann gesagt, komm, es reicht, da trete ich aus. Ich mache politisch erstmal nichts mehr und dann bin ich im vergangenen Jahr, das verbindet mich mit meinem Gegenüber, in eine Partei eingetreten, nämlich in die AfD, die sich ja neu gegründet hat. Und die Partei ist eigentlich das, was ich lange gesucht habe, nämlich eine Partei, die für Freiheit steht und eine Partei, die auch Mut zur Wahrheit hat. Und Mut zur Wahrheit brauchen wir in Thüringen. Es ist nicht alles so rosa-rot, wie Christian Klein gesagt hat. Ich sage nur der Filz in der Regierung, Skandale Gnauk, Skandal Zimmermann. Ich sage nur Schulpolitik, Inklusion, Riesenprobleme, Rechtschreibexperimente in den Schulen, wo die Leute den Kopf schütteln. Geranium in Gera ist im Argen, in der Sicherheitspolitik im Argen ist auch sehr viel. Gucken Sie auf die Straßen, was da los ist. Also es ist einiges zu ändern in Thüringen. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann. Nicht zuletzt, deshalb sitzen wir auch hier im Dialog der Generation, die Kommunalfinanzen, wo das Land ja auch die Kommunen alleine lässt und die Kommunen sich gar nicht mehr anders weiter wissen zu helfen, als überall Blitzer hinzustellen, um abzukassieren, um das rauszuholen, was das Land ihnen eben nicht zukommen lässt. Ganz besonders am Herzen liegt mir dann noch, nicht so ein speziell landespolitisches Thema, aber die GEZ, diese Zwangsrundfunkgebühren mit aufgeblähten Haushalten von 8 Milliarden im Jahr, wo das Land direkt Einfluss nehmen kann. Denn das Land, der Landtag ist ja dafür da, diesen Staatsvertrag zu verabschieden. Und das wäre also ein Punkt für mich zu sagen, also dagegen kämpfe ich, dass diese Zwangsrundfunkgebühren zumindest deutlich sinken. Also das hört sich ja ganz so an, als wären Sie als ein Vertreter der AfD für die gesamte Politik, gegen die gesamte Politik, die CDU, von CDU, SPD, Linken, Grünen, FDP sind Sie jetzt nicht, aber von all den Parteien, die es jetzt also die Jahrzehnte gibt und ich meine, da wäre ja Land unter, wenn wir das alles, was Sie sagen, jetzt nicht, da wäre ja längst Land unter. Denke ich, was also Sie jetzt so sagen. Wir haben Land unter, es sagt nur keiner so deutlich. So. Schauen Sie sich an, okay, wie Land unter in Gera ist, vor den Kommunalwahlen, Friede, Freude, Eierkuchen, nach den Kommunalwahlen, alles pleite. Also das ist Land unter kann gar nicht mehr sein, okay, als wir in Gera gerade da haben. Da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Vielleicht machen wir jetzt erstmal noch eine Runde, so, wo Sie vielleicht nochmal für Sie, für Ihre Wählergruppe, bei Ihnen ist ja keine Partei, eine Wählergruppe bzw. Partei sagen, was so für Sie oben drüber steht. Aber auch in der Kürze wie diese Vorstellungsrunde und dann, ich denke, dann kommen wir schon automatisch zu dem, was vielleicht ganz wichtig ist für Geracher, damit die auch hellhörig werden beim Wählen und dran denken, denn Gera hat ja auch seine Probleme. Aber jetzt vielleicht noch eine Runde zu Ihrem Wahlprogramm. Von den Freien Wählern habe ich nichts gefunden, CDU habe ich gefunden, AfD habe ich nichts gefunden. Bei Ihnen habe ich auch nicht konkret gefunden. Die Grünen haben natürlich wieder die Fleißarbeit ganz schön viel. Die SPD hat das aber auch. Aber gut, jetzt sind Sie hier am Tisch und Sie erzählen von Ihrem Wahlprogramm in Kürze. Ja, zunächst muss ich eine Sache klarstellen. Der Landeswahlleiter hat mich darüber belehrt, dass wir wohl eine Partei sind. Ja, das muss ich also zur Kenntnis nehmen. Ja, zu unserem Wahlprogramm. Wir haben natürlich ein Landeswahlprogramm, das steht auch im Internet, ist auf dem im Internet veröffentlicht, auf der Seite freiewählerthüringen.de. Ja, was wollen oder was möchten wir? Wir können nicht alle Themen belegen. Also das muten wir uns auch nicht zu. Da
ja, da würden wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber was uns am Herzen liegt, sind natürlich solche Themen wie zum Beispiel Bürgernähe oder auch Bürgerentscheide über bestimmte Vorhaben in den Kommunen oder auch im Land, dass das nicht einfach bestimmt wird oder möglicherweise, wie böse Zungen behaupten, in den Hinterzimmern dann reguliert wird. Das liegt uns erstens am Herzen, zweitens stehen wir natürlich für Bildungs- und da betone ich ganz stark Weiterbildungspolitik, denn Weiterbildung ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der also in der Zukunft möglicherweise noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. So, dann die dritte Geschichte ist, das habe ich eben schon in der Einführungsrunde gesagt, möglicherweise oder wenn es geht, mitzuhelfen bei der Sanierung der Finanzen oder bei der Unterstützung der Stadt Gera durch Landesmittel. Immer dann, und das muss man auch wieder betonen, wenn es durch Mehrheiten machbar ist. Das ist so ganz kurz das, was die Freien Wähler in Thüringen vertreten. Okay, das ist kurz und bündig. Ich kann nur vielleicht noch mal wiederholen. Also die Freien Wähler stehen für die Bürgerpolitik statt eben Hinterzimmerpolitik, um es mal in die Kürze zu bringen. Sie stehen dafür, dass nicht Bildung natürlich muss ja erstmal die Grundbildung von Schule an und dann aber auch im Erwachsenenleben, kann ich das so verstehen, was man ja auch nennt als lebenslanges Lernen, dass das auch wieder eine größere Förderung bekommt sozusagen. Ja. Und dann mit den Finanzen für eine Kommune zum Beispiel, der es jetzt gerade so schlecht geht wie Gera, da wollen Sie hauptsächlich gucken, was möglich ist und dann auch Unterstützung geben. Ja, wir wissen ja, dass das Land Aufgaben delegiert hat an die Kommunen in der Vergangenheit und dann möchte das Land doch bitte schön auch diesen Anteil der Finanzierung sicherstellen. Okay, jetzt haben wir Herrn Haushold zu Linken. Ja, Frau Wagner-Schorwanz, meine Herren, natürlich, Politik gestaltet sich über Mehrheiten und deshalb mache ich natürlich gar keinen Hehl daraus, dass meine Partei und auch ich persönlich dafür stehen, dass es in dem Thüringer Landtag eine rot-rot-grüne Mehrheit gäbe. Die gibt es eigentlich rechnerisch jetzt schon, die nach der Landtagswahl am 14. September auch eine andere Regierung in diesem Land ermöglicht, weil wir natürlich naturgemäß die Einschätzung der Situation anders sehen, als das vorhin mein Kollege Christian Klein hier angedeutet hat. Wir sagen schon, und das hatte ich ja vorhin anklingen lassen, wir brauchen auf wichtigen Gebieten eine politische Weiterentwicklung, zum Teil auch wirklich ein Umsteuern. Ich will kurz einige Punkte nennen. Ja, es ist richtig. Wir haben bessere Arbeitslosen, also eine zurückgehende Arbeitslosenquote. Wir haben eine steigende Beschäftigung. Aber Thüringen, und das darf man dabei nie vergessen, weil das die Substanz der Angelegenheit ist, ist immer noch bei Löhnen die als letzte Land in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind nicht weggekommen von unserem Image des Billiglohnlandes. Da müssen wir unbedingt vorwärts kommen im Interesse der Beschäftigten, im Interesse übrigens auch des immer wieder festgestellten Fachkräftemangels. Das wird ja auch von der Wirtschaft oft betont. Wir sehen dann aber da auch Zusammenhänge mit der Bildungspolitik. Und da stehen wir eindeutig für eine Bildungspolitik, die längeres gemeinsames Lernen möglich macht. Ich sage gleich mit aller Deutlichkeit dazu, weil das gerne immer so interpretiert wird, ohne dass wir damit das Gymnasium in Thüringen etwa abschaffen wollen. Aber wir sagen, wenn wir die Anforderungen, die Menschen heute brauchen, um im Leben sozusagen Bestand zu haben, um sich ein Leben selbst zu gestalten, um eine vernünftige Ausbildung haben zu können, wenn das alles stattfinden soll, dann brauchen wir längeres gemeinsames Lernen aus unserer Sicht bis zur Klasse 8. Dafür streiten wir seit Jahren. Das wird von Bildungsexperten ja auch immer wieder bestätigt, dass das in Deutschland generell ein schwieriges Problem ist, dieses Verharren im dreigliedrigen Bildungssystem. Wirtschaftspolitisch will ich hier noch einmal deutlich sagen, ja, wir haben eine durchaus auch gute wirtschaftliche Entwicklung, aber
Wir haben dieses Problem mit den Löhnen, hatte ich schon genannt. Andererseits eine Wirtschaftsförderung, die nach wie vor der Wirtschaftsstruktur Thürings, nämlich über 90% der Unternehmen in diesem Land haben weniger als 10 Beschäftigte, wirklich gerecht wird. Wir müssen die Förderung stärker auf Innovation in diesen Handwerks- und, was für unsere ostdeutschen Verhältnisse ja auch mittelständische Unternehmen sind, ausrichten, dass die letztlich auch gewisse Wachstumsschwellen überschreiten können, weil wir sonst dauerhaft die Position Thüringens als Wirtschaftsstandort nicht gewährleisten werden. Da gibt es durchaus richtige Schritte, die eingeleitet sind, aber das muss stärker ausgebaut werden. Und ich möchte letztens nennen, also ganz deutlich stehen natürlich für uns auch weiterhin die Fragen der Demokratisierung, insbesondere der direkten Demokratie, der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern eine wichtige Rolle. Was die Kommunalfinanzierung betrifft, auch hier will ich dann zum Schluss in dieser Runde deutlich sagen, wir sehen Bund und Land in der Verantwortung für die Zustände, die wir gegenwärtig haben. Und es ist nicht so, dass ausschließlich die Stadt Gera oder die Stadtwerke in Gera sich in schwieriger wirtschaftlicher Lage befinden. Das ist im Land zum Teil flächendeckend. Das ist auch bundesweit vielfach ein großes Problem. Und das hängt damit zusammen, dass aus unserer Sicht, und das ist eigentlich auch nachweisbar, über viele Jahre, man kann sagen über Jahrzehnte hinweg, Land und Bund nicht für eine auskömmliche Finanzierung der Städte und Gemeinden gesorgt haben. Damit muss nicht wegdiskutiert werden, dass es überall auch in der Stadt Gera auch Probleme gibt, die hier zu lösen sind, die hier kritisch zu bewerten sind. Aber generell ist es so, wir werden nicht auf Dauer lebensfähige Städte und Gemeinden haben, wenn wir bei der Finanzpolitik bleiben, wie sie die Regierung und insbesondere natürlich die Ministerpräsidentin und das CDU-geführte Finanzministerium gegenwärtig betreiben. Hier muss dringend ein Umsteuern her. Ich sage als letzten Punkt, wenn wir heute in der Zeitung lesen, nachdem der Stadtrat Steuern erhöht hat, niemand, das unterstelle ich niemanden in diesem Stadtrat, dass er das gerne getan hat, aber musste es tun aus Notwendigkeiten, die uns das Land aufgebürdet hat, um einen genehmigten Haushalt zu bekommen. Wenn ich dann heute der Zeitung übernehmen muss, man ist immer noch nicht so weit, man kann ihn immer noch nicht genehmigen. Man hat aber der Stadt Gera zugesichert, sozusagen nicht in die Zahlungsunfähigkeit zu geraten. Ja, da sage ich, was macht diese Landesregierung mit Worten? Das eine mit Taten, das andere. Und das ist unsere Kritikposition. Sind wir schon fast im Thema. Ich will es nicht alles wiederholen. Das war ja doch sehr, sehr lang, was alles die Linke. Ich denke, die Themen sind ja auch bekannt. Zu dem Ersten, was Sie gesagt haben, Rot-Rot, wünschen Sie sich Rot-Rot-Grün, wünschen Sie sich auf jeden Fall auf Landesebene als Regierung. Das war ja eigentlich oder ist eigentlich, Sie werden es lesen, wenn Sie die Sendung sich angucken am Beginn, das Thema, wie wird Thüringen nach der Wahl am 14.09.2014 Rot-Rot-Grün oder wieder mal Schwarz, aber da wissen wir nicht. Und dazu haben Sie mitzuentscheiden. Deswegen sitzen wir hier und jetzt lernen Sie zumindest noch einen weiteren Politiker kennen, den Sie vielleicht aber auch schon kennen, Herr Klein, bei Ihnen in der CDU. Da ist ja das Wahlprogramm eigentlich schon das Programm, was geschehen ist. Sehr viel Neues kann man daraus nicht so lesen, sage ich jetzt mal ganz. Vielleicht. Das kommt darauf an, Frau Wagner-Schurwanz, in was für eine Broschüre Sie geschaut haben. Also wir haben zwei Broschüren. Die erste Broschüre ist, die kann man auch ab dem 9. August bei uns am Infostand, kann man die auch praktisch bekommen. Das ist einmal die Bilanzbroschüre, wo wir sehr, sehr deutlich wiedergeben, wo man also abrechenbar auch mit Zahlen darlegt, was wir praktisch Positives in Thüringen erreicht haben. Einiges davon hatte ich angesprochen. Wir haben zum Beispiel auch 775 Millionen Euro für die Förderung von Infrastruktur im gesamten Land ausgegeben. Wir haben die erste Legislaturperiode ohne zusätzliche Schuldenaufnahme durch Kredite. Wir sind Vizemeister innerhalb Deutschlands, was den Schuldenabbau und das Schuldentilgen betrifft. Wir haben die höchste Geburtenrate und so weiter und so fort. Können Sie alles in einer sehr, sehr dicken Bilanzbroschüre nachlesen. Ich möchte Sie damit jetzt nicht überfrachten. Und das nächste ist, dann gibt es das sogenannte Regierungsprogramm. Dieses Regierungsprogramm, wo praktisch die Legislaturperiode 2009 bis 2000, also wo praktisch die zukünftige Legislaturperiode abgebildet wird,
In diesem Regierungsprogramm können Sie dann die einzelnen Maßnahmen, die wir vorhaben, nachlesen, wie zum Beispiel die Beibehaltung der Schreibschrift, wie die Beibehaltung auch der Kopfnoten, die Beibehaltung des gegliederten Schulsystems, dass wieder Verlässlichkeit im Schulsystem herrscht, dass wir halt nicht ständige Umbaumaßnahmen haben. Ich mache da auch keinen Hehl draus. Die Regierungskoalition, insbesondere die Koalition mit der SPD, war keine Liebesheirat. Es war ein Akt der politischen Notwendigkeit, mit der SPD zusammen die Koalition praktisch zu machen. Und deswegen gibt es auch einzelne Bereiche, die uns natürlich da auch am Herzen liegen. Herr Brandner hat es ja auch schon angesprochen. Herr Haushold vertritt natürlich dort eine andersteilige Meinung. Wir sind dafür, dass wieder Kontinuität im Schulsystem herrscht. Wir sind auch dafür, dass man praktisch wieder Kopfnoten vergeben muss. Es muss natürlich gerechtere Löhne geben. Es muss aber auch, das sage ich auch ganz deutlich, bei den Kommunalfinanzen muss man auch berücksichtigen, dass das Land Gera, insbesondere Gera, auch immer geholfen hat. Und es gibt genug Kommunen in diesem Freistaat, die ohne zusätzliche Hilfe des Freistaates auch auskommen. Gera hat am Anfang des Jahres aus dem kommunalen Hilfspaket, was 136 Millionen Euro umfasste, alleine 3 Millionen erhalten. Das Grundproblem in Gera ist aus meiner Sicht nicht, dass das Land uns nicht helfen will und dass das Land uns kein Geld gibt, sondern ist das Problem der Unfähigkeit der Kommunalpolitik hier vor Ort, gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen. Wenn nämlich, Sie würden auch in einer Familie, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter in Schwierigkeiten geraten ist, weil sie zum Beispiel über ihre Verhältnisse gelebt haben, weil sie mehr Geld ausgegeben haben, als sie über Einkommen reinbekommen haben, dann helfen Sie natürlich als Elternteil gerne, die Schulden abzubauen, aber Sie verlangen natürlich nicht, dass weiterhin Schulden gemacht werden, sondern sie verlangen gleichzeitig, dass im Grunde Maßnahmen entwickelt werden, wie man praktisch aus dieser Schuldenfalle rauskommt und zukünftig keine Schulden mehr macht. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn Landtagsabgeordnete der Linken der Ministerpräsidentin einen Brief schreiben und sagen, man will zu den 300 Millionen Schulden, die die Stadt Gera mit dem Stadtwerkekonzern schon hat, will man noch zusätzlich 16 bis 30 Millionen Euro mehr Schulden aufnehmen, ohne irgendwelche konkreten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung dort vorzuschlagen oder umzusetzen. Und Gera ist auch nicht pleite nach der Kommunalwahl. Das ist eine der Aussagen, die ich revidieren muss, genauso wie, dass wir für die Abschaffung der Bundeswehr stehen. Wir stehen nur für die Aussetzung. Aber so viel Zeit muss sein, wenigstens das klarzustellen. Gera war auch schon pleite vor der Kommunalwahl. Wir haben das auch in jeder Diskussionsrunde, sei es im Komma oder hier an diesem Tisch, gesagt. Es wollte nur keiner hören. Und von der Wählerverein bzw. von der Partei AfD war halt zum Teil auch bei den Diskussionsrunden keiner da, um das in dementsprechenden zu hören. Aber es wurde ja zumindest ausgestrahlt. Also gesagt haben wir es ganz deutlich, Gera ist pleite, wir müssen konsolidieren und müssen auch mal damit endlich anfangen. Dass wir in die Insolvenz gegangen sind mit dem Stadtwerkekonzern, ist aus meiner Sicht der Tatsache geschuldet, dass weder der Aufsichtsrat noch der Stadtrat in der Lage war, die notwendigen Einsparentscheidungen zu treffen, weil wir können nur das Geld ausgeben, was wir am Ende auch haben. Und wir sind vom Bund auch gezwungen, es gibt eine Schuldenbremse, die Schuldenbremse müssen wir einhalten, spätestens ab der Legislatur spätestens ab 2020 dürfen wir keine zusätzlichen Kredite mehr aufnehmen. Ich bin dann gespannt, wenn die Linke dann immer weiter fordert, dass praktisch dort mehr Geld die Kommunen noch erhalten soll, wie man das machen will. Wie gesagt, für mich bleibt unterm Strich, Gera ist geholfen worden. Es gab Liquiditätshilfen. Wir kriegen heute noch Liquiditätshilfen dafür, dass wir die Löhne der Mitarbeiter bezahlen können. Und mehr Hilfe kann man vom Land nicht erwarten, aber man muss halt auch mal eine Gegenleistung dafür bringen. Also, das war jetzt auch schon ganz schön viel. Ich will nur noch mal vielleicht daran anknüpfen, Geld ausgeben, so viel da ist und nicht mehr. Aber wie wird das gehen bei 300 Millionen, habe ich jetzt gehört, von Schulden, die Gera hat? Ich habe immer nur gelesen, also was heißt, das sage ich jetzt mal einfach nur gelesen, dass es 94 Millionen sind, auf denen Gera sitzt. Ja, Sie müssen den Konzern mit dazu zählen. Ah ja, dann sind die ganzen Konzerne jetzt da in den 300 Millionen drin. Das ist ja auch das Problem im Moment, das aktuelle von Gera, dass die Stadtwerke Insolvenz angemeldet haben, dass GVB, denke ich, folgt oder schon gefolgt ist und so weiter. Aber gut, das sollen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen deutlicher besprechen. Was mir auffiel, auch bei dem Wahlprogramm, was die CDU auf jeden Fall sagt, Beibehalten der traditionellen Bildung sozusagen, so habe ich es verstanden. Wenn das Dreigliedrige weiterhin bleiben soll, ist das ja das Traditionelle seit zumindest hat die Bundesrepublik Deutschland West das nach dem Krieg so eingeführt,
Vorher gab es das nicht. Also so traditionell ist es nämlich nicht. Aber gut, das will die CDU auf jeden Fall erhalten. Ich will nur kurz noch dazu sagen, ich will Herrn Kiete nicht die Redezeit klauen, aber man muss es wenigstens klarstellen. Es ist keine traditionelle Bildung. Es geht nur um die gegliederte Schulorganisation. Dass man dort reformpädagogische Ansätze in den Lehrplaninhalten mit abbilden kann, das ist unbenommen. Also das kann man machen. Das wird ja auch zum größten Teil schon gemacht. Das Problem ist dennoch, dass wir derzeit durch den Bildungsminister ständige Organisationsveränderungen haben und selbst die Gewerkschaft der Lehrer auf die Barrikade geht und sagt ganz deutlich, ständige Veränderungen im Schulsystem sind einer guten Bildungspolitik und einer guten Beschulung der Schüler abträglich. Jetzt haben Sie es nochmal untermauert sozusagen, aber jetzt müssen wir weitermachen, denn wir kommen sonst gar nicht zum anderen Themen. Ulrich Kiete von Bündnis 90 Die Grünen. Ich hatte schon angedeutet, also die Grünen haben ein Wahlprogramm, das im Grunde alle Politikbereiche abbildet. Wir haben es dieses Jahr in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit Wirtschaft, Energie. Der zweite Teil mit dem Thema Bildung, Gesundheit, Soziales. Und der dritte Teil mit dem ganzen Bereich Demokratie, Partizipation, Freiheit, Datenschutz und Verbraucherschutz. Zum Thema Wirtschaft. Wir Grünen wollen vor allem den innovativen Mittelstand in Thüringen fördern. Ein ganz wichtiges Schlüsselwort dafür ist das Thema Energiewende. Wir sind sehr unzufrieden damit, wie das Thema Energiewende von der Bundesregierung behandelt wird, dass die Rabatte für die industriellen Energieverbraucher so in großem Umfang belassen worden sind und stattdessen die kleinen Privatverbraucher belastet werden mit den Kosten der Energiewende. Wir sind unzufrieden damit, dass die Energiewende weitestgehend in den Händen der Großkonzerne, der vier großen in Deutschland, belassen wird, die gerne eigentlich ihre Braunkohle und Atomkraftwerke weiter betreiben wollen und deren Strom auf den großen Trassen durch Deutschland leiten wollen. Gerade heute ist die Trasse durch Ostthüringen kassiert worden durch den Widerstand der Bevölkerung in Bayern. Auch im Landkreis Schleiz hat es großen Widerstand dagegen gegeben. Wir sind der Meinung, mit einer innovativen und dezentralen Energieversorgung können wir das Problem der Energiewende wesentlich besser, wesentlich kostengünstiger und wesentlich bürgerfreundlicher lösen. Das zweite Thema Bildung. Die Grüne Landtagsfraktion hat vor kurzem einen Sieg vor dem Thüringer Verfassungsgericht erstritten gegen das Bildungsministerium. Es ging um die Finanzierung der freien Schulen. Die freien Schulen sind in dieser Legislaturperiode wesentlich schlechter ausgestattet worden finanziell als die staatlichen Schulen. Und dort besteht dringend Nachholbedarf. Dieses Problem muss gelöst werden. Es kann nicht sein, dass innovative Schultypen benachteiligt werden. Und das Verfassungsgericht hat der Argumentation der Grünen Landtagsfraktion zugestimmt und das Ministerium muss jetzt nachbessern. Und wir hoffen natürlich, dass wir in einem neuen Landtag mitreden können und die Schulpolitik in diesem Sinne gestalten können. Das dritte Thema, Demokratie, Datenschutz, Freiheitsrechte. Wir Grünen stehen für mehr Bürgerbeteiligung, für Volksentscheide und für weniger Überwachung und Kontrolle durch Organe wie den Verfassungsschutz, die sich in den letzten Jahren sehr verselbstständigt haben und wie uns der ganze Vorgang um die NSU gezeigt hat, auch durchaus in sehr fragwürdiger Weise agiert haben. Kommen wir nochmal am Schluss jetzt meines Beitrags zu dem Thema Finanzen. Wir Grünen sind für eine solide Finanzpolitik. Ich freue mich, dass der Bund seine neue Verschuldung zurückführt. Ich freue mich, dass Thüringen seine Verschuldung reduziert. Ich freue mich, dass auch einigen Kommunen das gelingt.
Aber es gibt eben auch Kommunen, denen das so nicht gelingt. Und ich muss dann doch Herrn Klein widersprechen. Ich glaube nicht, dass es in Gera nur hausgemachte Probleme sind. Natürlich sind hier sicher Fehler gemacht worden, die müssen aufgeklärt werden. Da müssen auch Leute zur Verantwortung gezogen werden. Aber ich bin der Auffassung, dass es hier strukturelle Probleme gibt, die durch Maßnahmen, die in unserer Hand liegen, in Gera nicht alleine zu lösen sind. Nicht nur das Land, sondern auch der Bund hat viele Aufgaben an die Kommunen delegiert. Ich denke nur an das Arbeitslosengeld 2. Und eine Stadt, die früher eine Großindustriestadt war und die dann viele Arbeitslose hatte, die muss dann plötzlich das Geld aufbringen, diese Arbeitslosen zu bezahlen und gerät dadurch in einen Teufelskreis, der aus eigener Kraft nicht zu lösen ist. Ein weiteres strukturelles Problem, denke ich, ist die Gebietsgliederung. Wir haben hier einen Landkreis Greiz um uns herum. Die Unternehmen siedeln sich 5 Meter vor der Stadtgrenze von Gera an, damit sie nicht in Gera die Gewerbesteuer bezahlen müssen. Gera hält aber die ganze Infrastruktur bereit für die Leute, die in Gera wohnen und außerhalb arbeiten, oder für die Menschen, die außerhalb Geras wohnen und in Gera arbeiten. Das muss sich unserer Meinung nach ändern. Da müssen alle mit ins Boot. Das geht nicht nur um die Kultur, um das Theater, in das natürlich auch die Leute aus Bad Köstritz gehen. Das geht auch um die ganze Verkehrsinfrastruktur. Wir Grünen sind deswegen für eine Gebietsreform, die solche Ungerechtigkeiten beseitigt. Okay. Gebietsreform, das war jetzt zum Schluss. Das ist ein ganz neues Thema, hat hier bis jetzt noch keiner gebracht, aber sicher auch ein wichtiges Thema in der Landespolitik mal auf den Tisch zu bringen. Die Grünen sagen dazu, dass es auch finanzielle Probleme, die strukturell sein können in Kommunen, damit zu lösen wären. Das kann sich ja alles dann zeigen, wenn es so sein soll oder ist, dann die solide Finanzierung in der Politik wurde auch hier nochmal wachgerufen und die Demokratie mit Datenschutz, Bürgerbildung nicht der Kontrolle ausgesetzt sein, unnötigen vielleicht kann man hier sagen, ist auch ein grünes Thema, Bildung für freie Schulen auf jeden Fall, was ja wohl ein bisschen strittig war jetzt in der letzten Wahlperiode. Und die Energiewende ist ja eigentlich bekannt, den Grünen auf jeden Fall wichtig. Und zwar in einer Form der Regionalisierung und nicht der Zentralisierung. Da haben wir bestimmt was ganz anderes oder hören wir bestimmt was ganz anderes. Herr Brandner hat es ja vorhin schon mal angedeutet, dass da bei der AfD ganz andere Vorstellungen herrschen. Ja, gut. Schön, dass ich jetzt dran bin. Ich hoffe, Sie haben noch ein Viertelstündchen Zeit jetzt für mich dann auch. Nein, Viertelstündchen nicht. Aber nein. Ich muss jetzt mal sagen, wir machen mal 21, haben wir jetzt noch Minuten. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Nein, aber 3-4 Minuten können Sie jetzt auch. Das haben die anderen auch. Nee, will ich ja gar nicht. Ich mache das auch ganz anders als die so gescholtenen Altparteien von uns. Ich meine immer, man sollte also Politiker nicht danach richten oder messen, was sie einem für die Zukunft versprechen, sondern zumindest die Politiker, die an der Regierung sind oder maßgeblich Einfluss hatten oder haben, danach beurteilen, was sie gemacht haben. Denn sie konnten ja bisher alles besser machen. Und wenn ich jetzt höre, dass die Schulpolitik der CDU, dass jetzt alles das wieder abgeschafft werden soll, was ja gerade erst eingeführt wurde, dann frage ich mich, warum ist die CDU nicht gleich dabei geblieben und hat den Mist mitgemacht, den ihr von der SPD aufgedrückt wurde. Wenn ich höre, dass der Herr Haushalt, also ihre Wirtschaftskompetenz in allen Ehren, wenn der Herr Haushalt sich jetzt hier auf die Fahne schreibt, die Wirtschaft fördern zu müssen, dann sage ich, also gut, Herr Haushalt, Sie kommen aus einer Partei, die maßgeblich und ausschließlich von 1949 bis 1989 die Wirtschaftspolitik bestimmt hat in der ehemaligen DDR. Und wie es danach aussah, wissen Sie hoffentlich noch genauso gut wie ich. Das war alles kaputt und im Eimer. Und jetzt kommen Sie daher und erzählen uns als Leuten, die nicht so viele Verbrechen an der Backe haben, erzählen uns, wie Wirtschaftspolitik aussehen soll. Also da muss ich sagen, schlacker ich mit den Ohren. Herr Haushalt, wenn Sie mit Demokratieprinzip und Rechtsstaat ankommen, dann frage ich mich, warum Ihre Kollegin im Landtag, Frau König,
österreichische Richter als Schweine bezeichnet, weil die einen Demonstranten verurteilt haben. Das sind Sachen, die mich interessieren würden. Nicht so allgemeines Geschwafel, was sein müsste, sondern was haben sie gemacht in der Vergangenheit? Sie haben doch maßgeblich in Meckpomm an der Regierung, in Berlin haben sie sogar mit Gysi den Wirtschaftssenator gestellt. Wie sieht denn da die Wirtschaft aus? Da ist auch alles vom Baum gefahren. Also versprechen sie nicht für Thüringen irgendwelche Sachen, die sie vielleicht irgendwo gelesen haben, aber niemals halten können. Ja? Also ich habe Ihnen gesagt, wir als AfD, Mut zur Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört zunächst einmal das Aufdecken der Missstände und da haben wir genug. Das kann ich nicht anders sagen. Und wir halten noch nicht hinterm Berg. Wir haben, ich weiß nicht, warum Sie es nicht gefunden haben, auf der Seite afd-thüringen.de finden Sie unser 34-seitiges Wahlprogramm, wo Sie alles nachlesen können eigentlich zu unseren Themen. Deshalb will ich auch die Zuschauer hier nicht langweilen und alles referieren. Eine Frage nur noch an den Christian Klein neben mir. Ist Gereit pleite oder nicht? Du hast zwei verschiedene Sachen gesagt. Einmal war es so, einmal nicht. Also das würde mich noch interessieren. Danke, ich bin dann auch schon fertig. Ah ja, das ging aber schnell. Wir haben nämlich auch nicht mehr viel Zeit, aber Sie haben jetzt hier die zwei Personen hier angesprochen. Die sollten jetzt auch kurz Stellung nehmen dürfen. Ich will kurz darauf antworten. Ich habe klar und deutlich gesagt, hat niemand gesagt, also ich zumindest nicht von der CDU, wir von der CDU haben das nie gesagt, Gera war schon immer pleite. Es war auch vor der Kommunalwahl schon pleite. Das war auch jedem der Stadtratskollegen, der wieder angetreten ist, war das klar. Also dementsprechend, jeder, der sich dort im Grunde genommen was in die Tasche, also aus meiner Sicht haben sich da viele Kollegen was in die Tasche gelogen. Wir haben deutlich aufgezeigt im Kommunalwahlkampf, welches Haushaltskonsolidierungskonzept wir durchsetzen wollen. Bloß wir hatten bisher nie eine Mehrheit. Die Mehrheit in dieser Stadt liegt deutlich bei Rot-Rot-Grün. Und wenn wir im Grunde genommen die gleichen Missstände, wie wir sie hier auf der kommunalen Ebene haben, auch auf der Landesebene haben wollen, dann muss man am Ende als Wähler, ich sage das so, Linke, SPD oder Grüne wählen zur Landtagswahl. Also ist Gera pleite? Natürlich ist Gera pleite. Jeder, der was anderes behauptet, lügt schlichtweg. Schulpolitik, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Also ich bitte, dass wir wenigstens, das haben Sie, wir haben uns ja auch schon mal geduzt, deswegen sage ich jetzt mal einfach, das hast du, auch wieder sehr, ich sage das mal so, sehr verklausuliert dargestellt. Ich habe nie gesagt, dass wir im Grunde genommen in der Schulpolitik alles mitgemacht haben. Natürlich kritisieren wir das, was die SPD dort macht. Unser Problem ist bloß, wir haben, das habe ich vor uns auch gesagt, die Regierungskoalition war keine Liebesheirat. Sie war aber notwendig, um im Grunde genommen das Land regieren zu können und das Land regierungsfähig zu halten. Und da muss man, wie in jeder guten Ehe auch, zum Beispiel Kompromisse eingehen. Dass wir jetzt im Nachhinein sagen, das ist nicht typische CDU-Politik, was im Kultusministerium betrieben worden ist. Das sei uns doch an der Stelle auch nicht verwehrt. Und wenn wir wollen deutlich das Bildungsministerium in der nächsten Legislatur auch für uns beanspruchen und wollen im Grunde genommen auf dem Status quo, den wir jetzt erreicht haben, zumindest bleiben. Wir wollen nichts zurückschrauben, aber wir wollen, es muss Schluss sein mit der ständigen Organisationsveränderung. Was das ALG II betrifft, muss ich noch kurz darauf eingehen, das müssen wir für die Bürger klarstellen. Das ALG II wird nicht durch die Kommunen gezahlt, sondern bei dem ALG II gibt es zwei Bestandteile, nämlich die Kosten der Unterkunft und die Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Man hat, als man das ALG II eingeführt hat, hat man das deswegen gemacht, um die Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen und die Kommunen bei der Sozialhilfe zu entlasten. Das, was die Kommunen zahlen, ist der KDU-Anteil, also die Kosten der Unterkunft. Und das ist das, was auch in den letzten Jahren massiv immer gestiegen ist. Und da, denke ich mal, wird auch von Bundesseite irgendwann ein Ausgleich kommen. Was die Gebietsreform betrifft, sage ich ganz deutlich, wir sind nicht für eine Gebietsreform. Wir wollen nicht, dass die Bürger zwangsweise zusammen mit ihrer Identität zusammengelegt werden. Wir sind dafür, gemeinsame Zusammenschlüsse natürlich zu fördern. Das ist auch in der letzten Legislaturperiode massiv geschehen. Da gab es auch die ersten Zusammenschlüsse. Wir sind für eine Verwaltungsreform, für eine Strukturreform. Entbürokratisierungsbremse ist ein Bestandteil, den Sie aus unserem Programm entnehmen können. Wir sind für Entbürokratisierung, für Abschaffung. Das entlastet auch die Kommunen bei den kommunalen Finanzen. Aber es muss am Ende auch so sein, dass man auch seine Kreisverwaltung oder seine Stadtverwaltung noch erreichen kann und nicht, dass ich 30, 40 Kilometer fahren muss, um zur nächsten Verwaltung zu kommen, um mir vielleicht einen Personalausweis zu holen. Und was ich auch noch ansprechen wollte, war insbesondere also bei der Gebietsreform sind hohe Transformationskosten immer damit verbunden. Das zeigen insbesondere da, wo Gebietsreformen durchgeführt worden sind, die Beispiele in Sachsen-Anhalt und in Sachsen, wo es 10 bis 20 Jahre dauert, um natürlich erstmal vernünftige, gute Strukturen hinzubekommen. Und das Letzte, und dann gebe ich weiter, ist natürlich, ich möchte Ihnen widersprechen bei den Kommunalfinanzen. Ich sage ganz deutlich, die Probleme sind hier hausgemacht. Die Probleme sind drei Stück. Demografischer Wandel, das haben wir selbst versaut, dass die Leute aus Gera wegziehen. Unsolide Haushaltspolitik hat Rot-Rot-Grün versaut und die Stadtratsmehrheiten der letzten Jahre. Und natürlich das Einzige, was man dem Bund anlasten kann, ist die Energiewende. Aber ich denke, da sind sich die Grünen und wir sind uns da ein. Will ich mal doch auch was zu den Finanzen der Stadt
Stadt Gera sagen. Ich bin seit 1993 in Gera, habe mich auch so ganz schnell in die Politik im kommunalen Bereich eingemischt und ich habe dann schon gehört, dass die Stadt Gera hoch verschuldet ist und es gab jedes Jahr Fördermittel für dieses und jenes, wenn wir nur mal alle sehen, die Umgehungsstraße, die gebaut ist, die hat viel, viel Geld gekostet und für alle Fördermittel musste die Stadt, ich denke, da werden mir die langjährigen Politiker hier am Tische recht geben, musste die Stadt noch was dazugeben. Und da, finde ich, sind ein Haufen Schulden, ob das Rot-Rot-Grün vorher war, auch vieles mit Zustimmung allein von CDU, AfG, also der Arbeit für Gera passiert. Also es ist ganz normal, viele Kommunen, jetzt müssen wir hier Herrn Haushold, das war nur mal ein Statement, weil ich das mal gerade rücken will, weil keiner spricht darüber, dass die, nein, da können Sie in den ganzen Chroniken nachgucken, nein, das ist Sie richtig. Müssen, für Investitionen haben wir Sachwerte erhalten, deswegen sind die Investitionen aus doch. Mindestens 25% immer zugeben. Ja, natürlich, aber für das, was wir immer, dort zugegeben immer, haben, haben immer. Wir Sachwerte erhalten. Es ist ja verständlich, dass Sie natürlich alles gut finden, was die Thüringer Landesregierung tut. Das ist Ihr Job sozusagen, den müssen Sie ausfüllen. Das kennen wir im politischen Alltag. Inwieweit sich die Herren im konservativen Lager einig wären oder nicht einig wären, ist mehr Ihr Problem sozusagen. Wir können das ja aber nur nacheinander abhandeln und die Zeit geht voran. Andere wollen sicher auch noch zu Wort kommen. Da will ich noch mal Folgendes sagen. Also wissen Sie, wenn wir immer von Schulden und den ganzen Millionen reden, 16 Milliarden Schulden hat das Land Thüringen nach dem Jahr 1990 immer von der CDU an der Spitze regiert aufgenommen. Da will ich nicht sagen, dass das prinzipiell eine falsche Politik gewesen ist. Da will ich auch gar nicht leugnen, dass die viel damit zu tun hatte, wie die Zustände bis 1990 waren. Aber eins ist unredlich. Immer so zu tun, als wäre das nicht ein Fakt, der das ganze Land belastet und der übrigens jetzt, um den Landeshaushalt schön zu rechnen, um sozusagen als Finanzminister, als Schuldenabbauer dastehen zu können, im Grunde genommen diese Kosten auf die Städte und Gemeinden verlagert werden. Das finde ich mit Verlaub gesagt also eine Riesensauerei und das ist das, was wir prinzipiell kritisieren. Das sage ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Stadt Gera. Wir haben in den Stadtwerkekonzern aufgenommen den Verkehrsbetrieb. Die Stadt Gera war vorher wie auch heute nicht in der Lage, den Verlustausgleich zu diesem Unternehmen sozusagen zu zahlen, weil die Kommunalfinanzierung in diesem Land nie wirklich funktioniert hat. So 17 Millionen, ich denke D-Mark waren das damals, sind sozusagen in die Bilanz eingegangen des Stadtwerkekonzerns. Das sagt heute die Landesregierung, das wäre doch kommunalrechtlich eigentlich gar nicht möglich gewesen. Sie hat aber alles genehmigt. Und da sage ich, wenn die Situation so ist, dann hängt das natürlich auch die Situation im Stadtwerkekonzern hängt mit der Kommunalfinanzierung und der Kommunalfinanzierung Finanzpolitik des Landes in den letzten 16 Jahren zusammen oder in den letzten 25 Jahren zusammen. Wir haben eine Situation, dass sich die Bedingungen für die öffentlichen Unternehmen immer weiter sozusagen zugespitzt haben. Ja, wir haben noch nicht mal eine Situation im Land, obwohl ein bisschen nachgebessert werden konnte, dass öffentliche Unternehmen wenigstens dem privaten gleichgestellt sind. Ja? Davon kann schon gar nicht die Rede sein. Wir haben eine Situation in diesem Land, wo das dann am Ende so ist, dass wir zum Beispiel auch im Stadtwerkekonzern in Gera Finanzierungsentscheidungen getroffen haben, insofern natürlich auch vielleicht was zu den hiesischen Verantwortlichkeiten, die dann im Zusammenhang mit Neuinvestitionen nicht über eine Normalkreditierung, sondern über Fonds gegangen sind. Wir haben eine Privatisierungswelle, die unser Klinikum sozusagen zwangsweise zur Privatisierung gebracht hat. Und zwar genau, Frau Schurwanz, aus einem Grund. Weil das Land gesagt hat, ihr könnt für die notwendigen Investitionen die Eigenmittel nicht aufbringen und deshalb muss es privatisiert werden und dann fließt das Geld vom Land. So ist das gelaufen. Und die Stadtratsmehrheit sah sich gezwungen, eine solche Entscheidung damals zu treffen. Wir haben die als PDS damals nicht mitgetroffen. Und das gehört schon alles dazu, wenn wir über die heutige Situation reden wollen. Und um ein Letztes noch zu sagen, was die Funktionalverwaltungs- und Gebietsreform betrifft. Ja, wenn immer gesagt wird, es soll Verwaltung ab, also Bürokratie abgebaut werden, wir sollen Personal einstellen und so weiter, sage ich, bin ich erstmal für eine zweistufige Verwaltung, die diesen ganzen Überapparat Landesverwaltungsamt grundsätzlich in Frage stellt. Was die uns bringen, ist klar. Und dann sage ich auch mal, kreisfreie Städte
sind immer benachteiligt worden von der Landesregierung. Und wenn sie sich östlich vom Hermsdorfer Kreuz befunden haben, im Grunde genommen noch zugespitzt. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist ja genau dieses Ping-Pong-Spiel. Wir müssen jetzt mal, ich muss jetzt mal zwischenschalten. Sie dürfen auch, aber ich muss Ihnen jetzt den dreien, die jetzt zu wenig mit rotem Kopf hier wirklich begeistert oder nicht begeistert mit Politik hier diskutiert haben, den dreien muss ich jetzt noch die letzten 10 Minuten geben. Und weil dann machen wir vielleicht noch eine kurze Vorstellungsrunde, wenn uns das die Damen und Herren des offenen Kanals erlauben. Aber wirklich jetzt alle drei kurz, Herr Brandner, Herr Kiete. Dann kommen alle zu Wort. Nein, das ist ja genau dieses Ping-Pong-Spiel, jetzt, was ich hier zwischen CDU und PDS oder Linke oder wie die Vereinigung gerade heißt, was sich hier abspielt, immer die Schuld dem anderen zuzuschieben, obwohl man CDU seit Jahrzehnten in der Landespolitik Verantwortung trägt und als PDS oder Linke seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik. Herr Hausert, waren Sie nicht im Aufsichtsrat der Gera Verkehrsbetriebe oder der Stadtwerke? Sind Sie nicht sogar Aufsichtsratsvorsitzender? Da frage ich mich, wie man sich da so wundern kann, dass Jahrzehnte an einem alles vorbeigeht. Ihre Partei war aber doch da vertreten und zwar maßgeblich und die CDU auch. Wie kann man Jahrzehnte die Augen verschließen und dann plötzlich so tun, als hätte man von Tuten und Blasen keine Ahnung? Ich habe das in einem Leserbrief geschrieben. Entweder bin ich intellektuell überfordert, wenn ich dann in so einem Aufsichtsrat sitze und merke nicht, was da passiert. Oder ich verschließe die Augen, weil ich nicht den Arsch in der Hose habe, um zu sagen, was Tatsache ist. Genau das ist das Problem. Mich als AfD und viele Leute an den Bildschirmen wahrscheinlich auch, wird interessieren, wer ist denn jetzt schuld an der Misere in Gera? Keiner oder immer nur der andere? Schön, dass es ganz kurz gegangen ist, Herr Brandner. Jetzt weiter. Sie dürfen auch noch. Denn okay. Also ich glaube, diese Problematik mit den Schulden von Gera und insbesondere mit der Insolvenz der Stadtwerke und des Verkehrsbetriebes sind eine sehr komplexe Problematik, die nicht an einer Person oder an einer Entscheidung oder an einer Struktur festgemacht werden kann. Und jeder, der sagt, ich finde den Schuldigen oder ich weiß, wer schuld ist, dem muss ich prinzipiell misstrauen. Ich denke, da wirkt eine Menge Faktoren zusammen. Und ich hatte schon vorhin angedeutet, es sind zum Teil strukturelle Faktoren, es sind Fehlentscheidungen sicher auch gewesen. Man muss zum Beispiel auch mal fragen, ob das überhaupt eine geeignete Struktur ist, dass eine Stadt ihre Stadtverordneten, die ja ehrenamtlich diese Tätigkeit ausüben, als Aufsichtsräte in so eine Aktiengesellschaft schickt, die dann über ein Millionenvermögen entscheiden müssen und mit einem Trinkgeld von Apfel und Ei dann entschädigt werden für diese Tätigkeit. Wie ist eigentlich die Haftung geregelt für so eine Tätigkeit? Also da denke ich, das ist zum Beispiel eine Frage, die man mal grundsätzlich angehen müsste. Ja, das ist jetzt, denke ich, sehr mindernd des Konfliktes, der hier jetzt auch schon aufgekommen ist. Gut gesagt, ich denke jetzt, es gibt bei den Finanzen der Kommunen, und da ist Gera ja gar nicht alleine, es gibt im Westen Duisburg, will ich nur nennen, was ja bundesweit bekannt ist, genug Pleitestädte aus dem strukturellen Bereich, es sind Firmen kaputt gegangen und so weiter, und es muss sich alles neu strukturieren, aber ich denke, noch keine dieser Städte, habe ich gemerkt, ist untergegangen. Aber bitte, Herr Brinkmann. Ja, ich möchte das aufgreifen, was Herr Kiete hier zuletzt angesprochen hat. Haftung kennen wir natürlich nicht bei Aufsichtsräten. Haftung kennen wir auch nicht bei Politikern. Haftung kennen wir auch nicht bei Stadträten. Meiner Meinung nach sollte das sich ändern, denn wie das zum Beispiel bei Freiberuflern geregelt ist, dort gibt es eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und oder auch die Dinge, die jetzt Hauptabteilungsleiter etc. entscheiden, da muss gehaftet werden. Ein Aufsichtsrat bei den Stadtwerken haftet nicht. Der hat die Verantwortung. Ja. Ja, gut, Herr Klein, vielen Dank. Also, das Nächste ist, es gibt ja immer, das wurde hier kontrovers diskutiert, diese politischen Zwänge. Wir haben nun mal im Land Thüringen die schwarz-rote Koalition, und da muss man natürlich auch der Koalition Rechnung tragen und muss mal seine Meinung ändern,
was das Thema Schulpolitik anging. Das beste Beispiel haben wir beim Bund. Da streitet sich ja Schwarz-Rot auch wegen der Maut. Das ist ja auch so ein kontroverses Thema. Also ich denke, ich bin da nicht der große Berufspolitiker wie hier meine Vorredner, aber man sollte ein bisschen runterfahren, ein bisschen ruhig bleiben. Und das Wichtigste, das möchte ich als Schlusswort sagen, man soll doch in den Haushalten so agieren, als wäre es ein Unternehmen. Natürlich hat die Kommune oder das Land Pflichtaufgaben, überhaupt keine Frage. Aber dann sollte man agieren wie ein Unternehmen. Ich kann nicht das Geld ausgeben oder nicht pausenlos Geld ausgeben, was ich nicht habe. Dann würden wir, und hätten wir so gehandelt in den letzten 20 Jahren, dann würden wir etwas besser dastehen. Ist auch sehr ausgleichend, denke ich. Wir machen jetzt noch, müssen jetzt wirklich eine Schlussrunde machen. Ich weiß nur noch, als ich 88 in der Politik war, in der Kommunalpolitik, nicht hier, hieß es gerade von den konservativen und liberalen Seiten, die Stadt soll Schulden machen, die Kommune soll Schulden machen, sie muss investieren etc. Und das ist natürlich, denke ich, heute der Berg, vor dem viele Kommunen sitzen, weil es eben so mal geheißen hat und jetzt ist natürlich das rückwärts zu begehen. Wir machen jetzt eine Schlussrunde und da würde ich jetzt mal sagen, da kommen erstmal die dran, die jetzt nicht so viel dran waren, nicht die Berufspolitiker, die machen wir jetzt ganz zum Schluss. Dann müssen sie auch ein bisschen disziplinieren. Nee, es ist einfach so, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Sie dürfen jetzt wählen, wer von Ihnen beiden zuerst, Herr Brinkmann war eben, dann machen wir von den dreien Sie zum Schluss nochmal. Also nochmal ein ganz kleines Stichwort von Herrn Brinkmann würde ich gerne aufnehmen. Sie sagen, die Kommunen und das Land haben Pflichtleistungen. Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen. Wir hatten ja gerade die Situation jetzt in Gera, dass Gera hätte alle seine freiwilligen Leistungen streichen können und nur die Pflichtleistung erfüllen und hätte trotzdem nicht seine Auflagen erfüllt. Also von daher sieht man schon ganz deutlich, da gibt es ein strukturelles Problem. Und deswegen wollen wir Grünen im Landtag dafür eintreten, dass die Kommunalfinanzierung grundsätzlich reformiert wird. Das war kurz und bündig. Jetzt. Ja, ich mache es auch so. Ich habe gesagt, Mut zur Wahrheit ist unser Motto. Und in Gera kann man sehen, dass also eher Mut zur Wahrheit hätte auch viel weiter gebracht und hätte das eine oder andere hier gar nicht entstehen lassen. Also ich hoffe, dass wir den Sprung über die 5%-Hürde schaffen und in den Landtag einziehen, um dann da keine rechte und auch keine linke Politik zu machen, sondern vernünftige Politik zu machen. Und daran fehlt es ganz gewaltig in Gera und in Thüringen. Neutrale Politik. Herr Brinkmann, jetzt wären Sie auch noch mal dran mit dem Schluss, was Sie denken. Ja, das möchte ich aufgreifen, was der Herr der Vorredner gerade gesagt hat, also wenn vernünftige Politik im Landtag gemacht wird und wenn also sich Leute an das erinnern, was ich eben gesagt habe, wie in einem Unternehmen zu entscheiden, dann würde ich das sehr gut finden. Immer auch unter dem Aspekt, dass wir Pflichtaufgaben haben. Das würde also dann zur Gesundung der Finanzen sicher beitragen. Das sollten alle Landtagsabgeordneten und alle Entscheidungsträger sich zu Herzen nehmen. Na, Sie haben ja noch gut Zeit, die zwei letzten Politiker. Wer von Ihnen jetzt zuerst, das machen Sie mal selber aus. Jeder eine knappe Minute. Also es gäbe hier theoretisch so viel klarzustellen, weil die Diskussion teilweise auch so stark in die Unfachlichkeit abgerutscht ist, dass ich eigentlich die Minute dicker ausdehnen müsste. Aber ich will nur kurz aufs wenige Punkte eingehen. Klar, wir konnten die Pflichtleistungen nicht mehr erfüllen. Das lag aber daran, dass die Schuldenlast so ist, dass wir zu viel Zinsen zahlen müssen. Natürlich hat der Freistaat Thüringen Kredite aufnehmen müssen. Das hat er aber in den Anfangsjahren deswegen getan, um die Missstände, die aus der DDR-Zeit er übernommen hat, im Grunde genommen aufzuarbeiten. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder ans Konsolidieren bzw. an Schuldenabbau denken. Dass wir den Verlustausgleich beim Verkehrsbetrieb nicht zahlen konnten, das liegt einfach, sage ich ganz deutlich, das liegt einfach daran, dass wir die öffentliche Leistung nie an die demografische Entwicklung in Gera angepasst haben, sondern Prestigeobjekte wie die Stadtbahnlinie im Grunde genommen in die nähere Betrachtung genommen haben. Und das sind maßgeblich auch Mitglieder, und Herr Brandner hat es schon angesprochen, Mitglieder Ihrer Partei mit beteiligt. Frau Jung sitzt in mehreren Aufsichtsräten, EGG jetzt sogar im Stadtwerkekonzern, ob es da eine Inkompatibilität gibt, fragen wir gar nicht erst.
und Herr Leithold federführend im Vergabeausschuss. Gott sei Dank hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke noch eine Revisionskommission eingesetzt, die sich mit diesen Fragen geklärt hat. Es gibt drei dicke Revisionsberichte, wo Verantwortlichkeiten benannt sind. Ich hoffe, dass sie auch irgendwann mal öffentlich werden. Und was das Letzte betrifft, ist, natürlich war die Struktur auch schlecht und wir haben 94 Aufsichtsräte, deswegen müssen wir die Struktur auch mal dort anpassen. Und jetzt möchte ich Herrn Hauser lösen. Ja, also ich will ganz aktuell sagen, wir können überhaupt nur konsolidieren mit dem genehmigten Haushalt. Der besagt auch 59 Millionen Kassenkredit. Wenn das das Land nicht gewährleistet, dann schickt Gera endgültig in die Zahlungsunfähigkeit. Das ist die Verantwortung des Landes. Wir haben eine Insolvenz, eine vorläufige Insolvenzverwaltung in den Stadtwerken. Da geht es um zwei Themen. Daseinsvorsorge aufrechterhalten und die Arbeitsplätze sichern. Das wird Ziel sein müssen der Politik. Und das alles geht nicht ohne das Land, dass die CDU das leisten kann an der Spitze in der Landesregierung, das möchte ich ganz entschieden bezweifeln. Deshalb bleibe ich dabei, wir brauchen einen Regierungswechsel nach der Wahl im September. Kurz und bündig. Ich möchte Sie alle noch mal einladen bzw. auch auffordern, möglichst wählen zu gehen. Wen Sie wählen, vielleicht haben Sie das rausgefunden jetzt, wenn Sie hier alle gehört haben. Einer will die Wahrheit, der nächste will konkreter und so weiter. Sie haben es mitbekommen, wer was möchte, den können Sie wählen. Und vor allem möchte ich allen noch mal in Gera ans Herz legen, die hier zugucken, ein Wechsel des Stromanbieters machen Sie bitte nicht, denn die Insolvenz der Stadtwerke heißt nicht, dass sie keinen Strom mehr liefert. Das ist leider nicht so. Viele wechseln im Moment den Stromanbieter und das tut denen nicht gut, den Stadtwerken. Es ist ihre Stadt und bleiben Sie dabei. Okay, tschüss.